So Leute, willkommen zu einem weiteren Battle. Sui gegen Passanten, heute gegen Dani. Wir sehen auf meiner... Achso, Micha ist dabei, sorry. Ja, hi. Ich bin auch noch da. I'm so sorry. Auf meiner Seite sehen wir Quajutsu, Chessnaut, Absol, Gremit, du meinst Brigaron? Logges und... Ja, Brigaron, Entschuldigung. Und Yubei, Xiaogon, meine Güte. Ja, Mensch. Und der Gegner hat dabei Xerox, Durengard, Bisaflor, Skorgro, Starmi und ein Waschmaschinen-Rotom. Jo, und da sieht man jetzt schon direkt auf dem ersten Blick, was? Richtig, das ist ein starkes Team. Oh ja, das ist ein ziemlich heftiges Team. It's going to hurt, aber... Ja, allein Waschrotom ist ja immer schon so eine Sache. Ja, aber ich habe Grabbit, kann ich da verlieren? Ja, das stimmt. Er ist ein Pimp. Ja, der Pimp hat noch nichts. Ja, natürlich, der kam bei Jan vor. Ich hab den Pimp, glaube ich, in den Videos jetzt noch nicht in Aktion gesehen, oder? Nee, die hatte fast alle Jan. No. Oh. Ja, Jan war auch traurig, dass er Mega Kangama nicht sehen durfte. Ach, dieses Rotom, ne? Es grinst so, als würde es sagen, hallo. Ich meine nicht mal das Grinsen, ich meine eher den Schlauch. Ja. Den es so hin und her wackelt, wie, ne? Ach, Micha. Ja, tut mir leid. Mir wurde das, als ich das Biest das erste Mal gesehen habe, einfach gesagt, achte mal auf den Schlauch und dann... Das war schon mal ein ziemlich uncooler Tausch. Das stimmt. Floggas, mein Staller hier, mit dem Walschal. Ja, das ist irgendwie nicht so praktisch. Nicht so ganz. Orchidea, warum? Oh. Ich durfte sie leider nicht Viola nennen und auch nicht Violet. Der Zensur, egal. Was? Wieso? Ich verstehe. Mhm. Ja, da kommt schon wieder dieses Vieh. Ich stehe dem echt nicht gern gegenüber, ne? Mittlerweile. Ich habe echt einen Höllenrespekt vor dem Ding. Es ist mir bisher noch nicht so passiert, aber ich habe auch noch nicht so häufig gegen das Ding gekämpft. Und wenn, dann waren es irgendwelche Durchspielteams von Leuten, die sich dachten, nee, ich habe keine Durchspiel-Pokémon. Ja, genau. Ha, ich werde die Attacke ab, den Igelsamen. Ich bin voll der... Badass. Und du hast einen Strolch-Delegator. Ich habe einen Strolch-Delegator, ja, das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, vor allem, weil dann ja der Egelsamen auch irgendwie... Dieser Delegator ist so riesig! Er ist echt verdammt groß. Das ist ein Godzilla unter den Delegatoren. Der sieht doch aus wie ein kleiner Dino, oder? Ja, es ist ein Dino, klar. Aber so, der ist zweimal so groß wie das Psyaugon. Ja, irgendwo muss er sich rein verstecken. Ja, das stimmt. Jedenfalls erstmal schon noch Gedankengut hier mit Strolchen. Und das ist doch was, etwas. Das ist doch etwas ganz, ganz Tolles. Ja, das ist was echt Schickes. Und da denkt er einfach so, nö, hau ab, Mann. Komm aus dem scheiß Ding raus, denkt er sich wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt kannst du natürlich schön angreifen. Jupp. Weil er jetzt in der Offensivform ist. Vor allem bei einer Attacke, die er vielleicht gar nicht so erwartet hätte, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht. Ja, der Spukball. Spukball, friss das, Mann! Zack! Und was ein Treffer. Und tschüss. Tschüss, Durengard. Siehst du jetzt, was ich meine? Ich habe keine Probleme mit Durengard irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie immer andere Situationen gegen Durengard. Dann steht bei mir meistens irgendwas Physisches draußen. Oder er scoutet viel, sehr viel. Und es ist irgendwie doof alles. Ja. So, da hole ich nochmal den Delegator raus. So, yay, aber nee. Ja, das ist mit der Kreuzschere dann irgendwie gelaufen. Nicht ganz so lustig. Yep. Aber du hast immer noch einen Spukball. Und ein +1 Gedankengut. Aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Nee, ich bin zwar voll auf Verteidigung, aber ich hau lieber ab. Das lieber nicht. So, das wäre wortwörtlich zu riskant. Aber das riskiere ich doch gerne. Ja, Brigaron wieder raus. Auch ein Pokémon, was sehr cool ist, finde ich. Ja, allerdings. Beulenhelm. Das erste Mal, dass wir so Musik haben. Ich bin gerade ganz überwältigt. Oh, ja. Legendär. Xerox kommt da tatsächlich sogar zurück, was keine blöde Wahl ist. Ja, das stimmt. So wahrscheinlich, sagen. Weil du jetzt sowieso Schutzstacheln machst, ne? Nein. Hammerarm sogar. Ich habe ihn sogar voll einen auf die Mütze gebrezelt. Aber und das interessiert dieser Flor natürlich gar nicht. Nee. Eigentlich so nicht, nein. Mord. Eigentlich habe ich mich da gefragt, was er jetzt eigentlich gegen mich gemacht hätte. Ich weiß es nicht. Ja, Matschbombe. Okay, so, gut. Ja, macht irgendwie Sinn. Und ein Crit. Wobei ich mir nicht so sicher bin, macht das was aus bei dem Viech? Ein Crit? Ja, es ist eine Step-Matschbombe gewesen und ich weiß nicht, wie die Spätzle von Psyorgon so, ne? Weißt du?
Ja, nee, weiß ich nicht. Also, okay. Auf jeden Fall die Verteidigung ist höher, weil ich das aber doch das ganze Invest mit drin habe. Ja, gut. Boom, boom, und da sage ich mal wieder, Balki, guck dir das mal an. Eieiei, das war wenig. Das war extrem wenig, das hat mich schockiert, muss ich sagen. Krass. Und da dachte ich jetzt so, yay, Absol räumt auf, aber nee. Oder auch nicht. Das sieht nicht so aus. Du kannst jetzt verstehen, warum ich Angst vor dem Vieh habe. Ja, schon. Ich meine, alter Schwede, guck dir das mal an, das ist nichts. Das ist echt wenig. Das ist fast gar nichts. Hast du einen Schwerttanz auf dem Absol? Ja. Wahrscheinlich hätte der in der ersten Runde dann am ehesten gelohnt. Ja, wahrscheinlich. Dann ist noch ein Crit, aber ja, was soll man machen? Und da kommt dieser Vorwärts zu rufen. Hat er irgendein Unlicht dabei? Nee, ne? Ja, nee, aber kommt. Das wäre das auch. Ja, gut, Skorpo ist physisch ziemlich defensiv, das ist schon... Zack. Oh, ja. Und da Absol leider nichts gerissen, das tut mir leid. Sesoma oder Sesshomaru, wie man es auch aussprechen mag nun. Ich kenne ihn halt nur als Sesoma. Whatever. Und auf jeden Fall hier, Blackstar kehrt zurück. Ja. Und Skorpo kehrt auch zurück. Ja. Im wahrsten Sinne. Würdest du drinnen bleiben wollen gegen einen möglichen Eisstrahl? Nein, ja, auf jeden Fall. Ich mag Eissträhle. Achso. Ja, ich habe den Surfer gewählt, weil ich, wie du schon gesagt hast, wäre ziemlich blöd gewesen, wenn er drin geblieben wäre. Mhm. Und da habe ich so eine Attacke genommen, die wahrscheinlich eher wirkt. So, und jetzt denke ich mir, haha, der will mich elektrisieren. Ja, nix gibt's. Nö. Ja, nix gibt's. Dörr. Hättest du damit gerechnet? Nee. Also nicht unbedingt. Ich hätte aber auch nicht damit gerechnet, dass du beim Wassertyp bleiben würdest. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Je nach Moveset. Ich glaube, ich hätte einfach generell nicht damit gerechnet, dass er die Hydro-Puppe jetzt wählt, aber... Ich wäre an seiner Stelle, glaube ich, allein deshalb auf die Hydro-Pumpe gegangen, weil du garantiert nicht bei deinem Wassertyp geblieben wärst und schneller bist. Und in dem Fall dann meistens einfach die Hydro-Pumpe die bessere Wahl ist. Ja, das stimmt wohl. Aber ich dachte von wegen, yay, geil. Weil man kann ja auch nie wissen, so geht ja auch mal gerne daneben die Hydro-Pumpe. Ja, das stimmt. Und da dachte ich, ich predikte den jetzt voll cool, dann setzt Muster Hydro-Pumpe machen, dann kann ich wieder surfen und dann, ja, am Arsch. Ja. Voll. Das sind so Sachen, die sind echt fatal, wenn die passieren. Ja. Plopp. Und der Turbo drückt mich einfach. Ja. Was eine logische Entscheidung ist. Eigentlich schon, ja. Ich glaube sogar immer noch, weiß nicht, könnte glaube ich sogar noch mein Lieblingsspinner sein, Starmie. Ja, ich muss da schwer mit mir hadern, ob Forstelka oder Donphan. Auf jeden Fall der Kampf, ich war da schon relativ demotiviert mittlerweile, man sieht's. Es läuft auch nicht so gut gerade für dich. Nee, überhaupt nicht. Und falls du dich fragst, was diese Aktion jetzt hier soll, ich habe tatsächlich, das klingt echt nach Verzweiflungstat, aber ich sag mal so, bei dem, was ich vom Team hatte, konnte ich nicht sicher predikten. Mm. Und ich dachte echt, dass ich wenigstens auch seinen Spätzangriff irgendwie mal senken kann. Das wird aber auch schwierig. Dann wechselt er wieder raus, macht wieder die Synthese. Ja, aber dann ist er mir lieber, wenn er auswechselt, weil dann kann ich besser den Zug planen, aber so... Ja, das stimmt. Dass er die Matschbombe nicht macht, wundert mich. Ja, aber schon, weil er genau weiß, dass es... ich ihm, ja, nicht kratzen kann. Ja. Ja, jetzt stehst du echt unter Druck, selbst wenn sein Spätzangriff gesenkt ist. Ja, das ist so eine... Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch habe. Grabbit lebt noch und ich glaube Quajutsu und das war's. Ja, aber Grabbit lebt noch. Vor Grabbit hätte ich an seiner Stelle echt Angst. Ja, das ist halt trotzdem echt eine scheiß Situation gerade, muss man mal sagen. Ja, das stimmt. Ja, der Kampf geht ja noch eine Weile, wie man unten sieht. Ja, in der Zeit. Ja. Mutewald. Noch ist Zeit. Platsch und unser Schaden. Da habe ich auch wirklich einfach nur darauf gehofft, weil ich wollte irgendwie sicher was einwechseln, aber also sicher, möglichst sicher. Aha. Aber vergiss es, was willst du da schon machen? Deswegen habe ich nur gehofft, dass, auch wenn das ein bitteres Opfer war, aber ich konnte mit Orchidea sowieso nicht mehr machen, wofür es eigentlich geplant war. Weil Walschal, ja. Das funktioniert nicht. Und da kommt Pimp McBunny. Ich weiß ja schon, dass er keine Pflanzenattacke hat. Das war schon mal ganz gut. Ja. Und meine Fresse, tut das weh. Auch wenn es Walki ist. Aber das war das viel. Das stimmt. Aber ja, du hast auch einen Live-Orb noch. Ach, das hat er noch. Richtig eklig. Ja. Ein bisschen. Schlafpuder, Egelsamen, Matschbombe und Synthese. Eieiei. Und jetzt geht er wieder los. Ja, jetzt geht das wieder los.
Musst du natürlich jetzt hoffen, dass du rechtzeitig aufwachst und ihm noch genug Schaden reinzimmerst, bevor er die Synthese wieder durchzimmern kann. Ja, das ist jetzt die große Hoffnung quasi, die dahinter mitschwebt. Ja, aber leider nicht. Aber Grebet denkt sich so, oh, so gemütlich hier, so schön. Ja. Oh. Ach Mensch, ist gerade so nett hier. Wobei, war das nicht eh gerade die erste Runde Schlaf? Nee, das muss schon die zweite. Er hat ja noch einmal Schlafpuder. In der Runde, wo du sicher geschlafen hast, hat er Schlafpuder gemacht. Hat er Egelsamen gemacht. Bin ich nicht schneller als er? Ja, klar. So, ja, auf jeden Fall, er wechselt jetzt hier, wie man sieht, gerade. Auf Skogro natürlich auch noch. Und dann wachst du auf und machst das Erdbeben. Das war echt uncool. Ja. I don't like this. Das läuft sehr, sehr schlecht, möchte ich schon fast sagen. Jetzt noch den Rest mit dem Aufheber wegheilen und dann. Und Skogro ist wieder topfit. Glückwunsch. Ja. Sehr und schön. Grebet, ja. Ach, den legt er auch noch. Guck mal, hab ich schon ganz vergessen. Ja. Aber mit dem kannst du gegen Skogro jetzt auch nicht so viel machen. Höchstens halt ausstallen. Ich muss sagen, aber er macht mir halt auch nicht viel. Ja, das stimmt. Problem ist, er hat den Heal, den ich nicht habe, und er hat Toxin. Ja, gut. Das sieht nicht so gut aus, wenn ich das mal so nebenbei sagen darf. Darfst du. Das würde ich auch glatt mal behaupten. Ja, Mensch. Menschenskinders. Skogro. Abschlag, Patsch. Hat immer voll auf die Mütze. Das auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, was hat er mir weggeschlagen? Schanzer? Beulenhelm. Ach, der Beulenhelm, ja klar, logisch. Mhm. Aber er hat trotzdem noch Schaden gekriegt vorher von ihm, finde ich cool. Ja. Alles andere wäre ein bisschen komisch. Ja. Hey, ich schlag den Helm vom Kopf, den ich dabei nicht berühre. Ich guck ihn nur an. Und dann fällt er vor Schreck runter. Auf jeden Fall. Brr, 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 die Erde bebt und bebt und rüttelt und schüttelt. Und bebt. Und schüttelt, rüttelt. Ach, du hast Samenbomben. Auch gut. Wieso? Was hast du drauf? Ich hab meins ein bisschen suizidal. Aha, das hat Holzhammer. Halt Holzhammer. Mhm. Holzhammer, Hammerarm, Schutzstacheln und Egelsamen. Oh, funktioniert ganz gut. Ja, glaube ich dir. Meins hat halt, wie du schon gesehen hast, eben Protzer, ja. Hammerarm und so weiter. Ja. Schön, wann hätten mit dir? Chestnut, nein! Nein, es geht auf die Bretter. It did it. Und da kommt das wieder. Ja, was schon extrem am Arsch ist, wie man hier gerade sieht. Oh, ein KP reicht aber, um noch ein bisschen aufzuräumen. Ja, aber nicht gegen Shirox. Das stimmt. Weil Patronenhieb, aua. Ja, sollte man vielleicht nicht machen. Dann. Aber ich habe noch den Surfer, der wenigstens einmal noch zuschlagen kann. Und das war echt immerhin guter Schaden, fand ich. Er hat Überreste, okay. Ja, selten, ne? Das sehe ich echt nicht häufig auf einem Shirox. Und weil da hat er mir ja noch meinen letzten KP geraubt. Mhm. Tja, und jetzt hängt alles an Pimp. Tja, dann kann er mal lospimpen. Er hat übrigens doch 4 Pokémon. Ja. Was hat er denn noch alles? Shirox, Bisaflor, Starmie? Ah, Skogro, stimmt. Also sehr uncool. Ich wusste, dass ich überlebe, weil es ist ein Pimp. Ja, aber es sieht trotzdem nicht sehr rosig aus gerade für dich. Ja, vor allen Dingen, wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass ich ein Leben auftrage. Ja, spätestens mit Skogro. Ja, gut. Du kannst eigentlich nicht mehr gewinnen. Außer sie bringen sich jetzt alle selbst um. Aber ich kann das noch machen. Ha! Das stimmt. Du kannst Stami zumindest noch mitnehmen. Klar. Jetzt habe ich aus dem 4-0 2-0 gemacht noch. Ja, das ist doch in Ordnung. Mit dem Pimp. Das ist doch voll in Ordnung. Ja, es war trotzdem ein cooler Kampf. Da hatte ich aber echt relativ früh schon ziemlich schlechte Karten. Ja, aber du hast es noch ziemlich gut gerettet, wäre falsch gesagt. Nein, aber du hast noch ziemlich gut dich durchgeschlagen dafür, dass du schon von Anfang an so ein bisschen. Ja, das würde ich doch jetzt auch. Das würde ich heute auch mal sagen. Ja, ne? Ja, wie gesagt, dieser Flo hat mir das Genick gebrochen. Das war das Schlimmste. Ja. Ich sehe, was du meinst. Wäre eigentlich nicht mal so schlimm gewesen, aber das dieser Flo. Nee. Ja. Leute, wir sehen uns im nächsten Battle. Bis dahin. Ciao. Tschö.